Gestern war Ostersonntag, herrlichster Sonnenschein. Beste Gelegenheit also, um hier die Canon EOS M50 mal zu testen und einen Vergleich zu machen mit meinem iPhone, mit dem ich gerade filme. Wie schlägt sich so eine Kamera als Vlogging-Kamera auf Wanderung? Und das ging einigermaßen in die Hose. Deswegen wirst du jetzt gar nicht so viele Vergleichsbilder zwischen iPhone und dieser Kamera sehen. Stattdessen erzähle ich ein bisschen, was ich gestern gelernt habe zu dieser Kamera. Also damit viel Spaß. Vielleicht kurz zur Wanderung selbst. Gestartet sind wir gestern in Schriesheim. Von da war das gar nicht mehr weit bis zur Strahlenburg. Die ist so ein bisschen oberhalb der Weinberge, der Bergstraße. Und von da ging es dann weiter durch den Odenwald über Wanderwege Richtung Strahlenburg. Nee, das hatte ich gerade. Richtung Schauenburg. Das ist so eine alte Burgruine. Und das Ziel der Wanderung war dann der Weiße Stein. Das waren dann so circa 8 Kilometer. Und von da mussten wir auch wieder zurück. Und auf dem Rückweg haben wir noch einen Schlenker gemacht über den Ölberg. Das ist ein alter Steinbruch, wo die Leute jetzt bei schönem Wetter auch klettern gehen. Insgesamt waren das circa 4,5 Stunden Wanderzeit und so roundabout fast 16 Kilometer, die wir gelaufen sind. Ja, warum ist das jetzt mit dem Vergleichstest nichts geworden? Komme ich mal zu Fehler Nummer 1. Für den Vergleichstest habe ich so gut wie keine Vorplanung gemacht. Das heißt, ich hatte zwar eine grobe Idee, aber kein Skript, gar nichts. Ich habe gedacht, ich gehe mal los und probiere einfach was aus. Das war dafür, was ich mir vorgenommen hatte, definitiv der erste Fehler. Fehler Nummer 2. Zu viel auf einmal. Ich habe gedacht, ich gehe wandern, dokumentiere das Ganze, mache währenddessen mal so ein Vergleichsvideo, wie schlägt sich die Canon gegenüber meinem iPhone. Und weil ich doch eine Apple Watch habe, könnte ich die doch auch mal vergleichen mit der Galaxy Watch Active 2. Schöne Idee, aber wir Menschen sind ja alle nun mal nicht so richtig multitaskingfähig und ich habe wieder festgestellt, nein, es klappt auch wirklich nicht mit dem Multitasking. Von daher, ich hätte mich auf ein Thema fokussieren sollen und nicht drei Themen miteinander mischen sollen. Von daher, das ist Fehler Nummer 2. Komme ich zu Fehler Nummer 3. Die Canon braucht definitiv ein ordentliches Stativ. Ich habe hier einen Joby Gorilla Pod, der ist allerdings schon etwas älter und die Beine sind teilweise wirklich sehr wobbelig. Das heißt, wenn ich die Canon auf ein Stativ stelle, dann macht das Ganze unter dem Gewicht sogar schon schnell mal eine Grätsche. Das ist Käse. Das Stativ selber ist eigentlich ein optimales für die Canon. Das passt schon ganz gut zusammen. Ich muss aber mal gucken, dass ich dafür ein vernünftiges Stativ finde, das ich auch mal irgendwo hinstellen kann. Ich habe nämlich gestern die meiste Zeit aus der Hand gefilmt. Dann komme ich mal zu Fehler Nummer 4. Fehler Nummer 4. Ich habe noch viel zu wenig Erfahrung mit der Canon. Die Einstellung hierfür unter gesetzten Lichtbedingungen, wenn ich zum Beispiel drinnen filme, wo ich hier eine Lichtquelle habe und da ist eine Lichtquelle, die sind einigermaßen schnell gesetzt. Das liegt auch daran, dass das Menü von der Canon wirklich sehr zugänglich ist für Anfänger. Aber das ist noch mal was ganz anderes, wenn ich draußen unterwegs bin, weil draußen hatte ich gestern so wechselnde Lichtbedingungen. Mal schien die Sonne, mal waren da Wolken und ich war die ganze Zeit im manuellen Modus. Ich hätte natürlich auch im Automatikmodus filmen können. Das hätte mir gestern tatsächlich geholfen, aber
Naja, wenn man so eine bestimmte Vorstellung hat, was man mit so einer Kamera macht, dann wird man feststellen, dass die Automatik häufig nicht das leistet, was man sich wünscht. Also dann bin ich doch sehr häufig dabei, dass ich sage, das Bild im Automatikmodus eines iPhones ist deutlich besser als das einer Canon. Und von daher war ich gestern auch nur in den manuellen Einstellungen unterwegs und das hat mich dramatisch überfordert. Das war halt nicht mal eben so beim Wandern nebenher geschossen. Da braucht man also mehr Erfahrung. Und ich habe auch noch einen ganz großen Fehler begangen. Ich hatte hier nämlich für Aufnahmen auf dem Stativ den Bildstabilisator abgeschaltet. Und das Pancake-Makro-Objektiv mit den 22 mm, das hat keine Bildstabilisierung eingebaut. Ja, von daher sehen alle Aufnahmen so aus wie das, was ich dir jetzt gerade mal zeige. Das ist nämlich alles wunderbar verwackelt und kann man sich wirklich nicht anschauen. Von Edison, dem Erfinder der Glühbirne, stammt ja das Zitat: Ich bin nicht 10.000 Mal gescheitert, ich habe nur 10.000 Wege gefunden, die nicht funktionieren. Und so ähnlich war es gestern auch. Ich bin halt nicht gescheitert, sondern ich habe halt nur Wege gefunden, wie etwas nicht funktioniert. Und was ich daraus gelernt habe, sind die folgenden Dinge. Ich entscheide mich erstmal, ob ich eine Freizeitaktivität wie eine Wanderung oder eine Mountainbike-Tour dokumentiere oder ob ich rausgehe und ein Video mache zu einem bestimmten Thema. Wenn ich Letzteres mache, dann muss ich natürlich mich deutlich besser vorbereiten, ein Skript erstellen und einen Fahrplan haben. Je genauer das Ganze dann ausgearbeitet ist, desto besser. Außerdem habe ich festgestellt, gestern, wo auch viel die Sonne schien, ich brauche im Endeffekt so etwas wie eine Sonnenbrille für die Canon, also einen ND-Filter. Das ist im Endeffekt nichts anderes als eine kleine Linse, die hier drüber kommt, die ist getönt und ermöglicht dann in die deutlich bessere Farb- und Kontrastdarstellung. Und ich muss mit der Canon EOS M50 noch deutlich mehr üben. Bis dahin drehe ich vielleicht noch ein paar mehr Videos, wie etwas nicht funktioniert, aber das ist ja auch nicht schlimm, weil genau daraus lernt man dann ja am meisten. Ja, für heute soll es das erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch mal einen Daumen nach oben. Und ansonsten hast du natürlich die Möglichkeit, hier unten auf diesen roten Punkt zu klicken und meinen Kanal zu abonnieren. Ich gucke mal, ob ich noch so ein paar Videos oder Bilder und Impressionen von dem gestrigen Tag finde und füge die jetzt einfach in den Anhang. Also, viel Spaß damit, bis zum nächsten Mal.